Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Und ja, heute ist Donnerstag. Es gibt also mal ein Video außer der Reihe. Und das hat auch einen ganz wichtigen Grund, denn wie ihr oben lesen könnt, geht es heute um den letzten Workshop bei der DJ-Bande. Ja, vorweg möchte ich natürlich dazu sagen, das Video soll kein Hate-Video werden. Um Gottes Willen. Ich möchte einfach mal nur so ein bisschen knapp meine Meinung zu dem Ganzen sagen. Und ich finde es klasse. Also ich finde es mega geil, dass die DJ-Bande Workshops anbietet für DJs, die, so wie ich das mitbekommen habe, sogar kostenlos sind. Und generell finde ich ja, das habe ich ja auch schon im anderen Video mal gesagt, dass die DJ-Bande für mich eigentlich Marktführer ist, wenn es darum geht, DJs zu buchen und auch für uns DJs als Portal. Es ist klar, es sind noch ein paar Kinderkrankheiten da drin, aber es ist im Grunde ein schönes, rundes System. Und da könnten sich einige eine Scheibe von abschneiden. Auch das Abrechnungssystem finde ich toll. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass ich meine Rechnungen nicht selber schreiben darf. Aber ich glaube, das sind die auch irgendwie dran. Also insgesamt wirklich ein tolles System. Und ich finde es mega genial, dass sich endlich mal ein Portal dafür einsetzt, dass die Qualität ein bisschen steigt. Ja, ich meine, es gibt gute mobile DJs, gar keine Frage, aber es gibt auch ganz viele, die einfach noch viel dazu lernen sollten, und Fortbildung ist unglaublich wichtig, nicht nur im normalen Beruf. Ist mein Beruf jetzt eigentlich nicht normal, aber egal. Das heißt, grundsätzlich sollte man sich immer fortbilden, und ich finde es mega toll, dass die DJ-Bande das anbietet. Das mal vorweg. Nur wenn man sich schon jemanden holt, der einen Vortrag als DJ für andere DJs geben soll, dann muss man sich jemanden holen, der auch wirklich Ahnung von dem hat, was er da tut. Und da hatte ich gestern Abend nicht so das Gefühl dabei. Man muss dazu sagen, ich habe das Ganze nur über einen Livestream verfolgt, denn für mich ist es relativ weit, zur DJ-Bande zu fahren, und fand ich auch echt schade bei den letzten Malen, dass ich dann nicht dort sein konnte. Umso schöner fand ich, dass es diesmal einen Livestream gab. Also mega genial, Daumen nach oben. Und meine Güte, dass beim Livestream nicht alles glatt läuft. Hey, scheiße, es ist ein Livestream und ihr habt das zum ersten Mal gemacht, und klar, da muss man ein bisschen länger mit Mikrofon und so rummachen. Gar kein Thema, da will ich auch gar nichts zu sagen. Ich finde es mega, dass es überhaupt einen Livestream gab. So viel mal vorweg. Und der gute DJ Pikachu, heißt er, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat also diesen Vortrag da für die DJ-Bande gemacht, und es ging um das Thema Recordbox. Ja, das ist ja mein Thema, und nicht umsonst habe ich so viele Tutorial-Videos, und in Deutschland habe ich jetzt mal gesucht, sogar die meistgeklicktesten Tutorial-Videos für Recordbox. Danke dafür, Leute, also das freut mich schon mal und ehrt mich sehr, und auch eigentlich fast durchweg positive Kommentare, was mich auch sehr freut. Das ist ja bei YouTube auch nicht immer so, habe ich festgestellt. Unter diesem Video gibt es bestimmt auch mal ein paar negative Kommentare. Ich bin schon mal gespannt. Ich habe noch ein Video vorbereitet, wo es negative Kommentare geben wird. Seid gespannt. Back to topic. DJ Pikachu hat also diesen Workshop gemacht. Und ja, musikalisch möchte ich da eigentlich gar nichts zu sagen, weil das ist ja so eine Sache, wo ich immer sage, jeder DJ macht das so, wie er es für richtig hält. Und ich meine, wir sind DJs, wir müssen kreativ sein. Und wie ich jetzt mixe und wie ich meine Samples abfeuere und welchen Song ich jetzt nach dem Song spiele, das sollte eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Und ich fände es cool, wenn jemand ein bisschen andere Wege geht, auch wenn ich die Wege von ihm jetzt nicht immer ganz nachvollziehen konnte. Aber dazu möchte ich mich eigentlich gar nicht äußern, ja, weil wie gesagt, das ist einfach so, jeder hat so seinen Stil, und ich finde es auch gut so, weil es gibt ja auch unterschiedliche Kunden, und den einen Kunden gefällt eben das mehr, was jetzt er zum Beispiel macht, und den anderen Kunden gefällt dann vielleicht mehr, was ich zum Beispiel mache oder du da draußen machst.
Worüber ich mit euch aber zuerst mal sprechen will, und das ist auch jetzt noch ein Thema, was gar nicht so mega schlimm ist. Es ging ja um Rekordbox. Und da kam auch irgendwann dann in diesem Livestream diese Frage, warum er Traktor mit benutzt. Ja, dazu muss ich jetzt ein bisschen erläutern. Eigentlich wollte ich da ein Video zu einblenden, aber das Video wurde von der DJ-Bande gelöscht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dafür das okay bekommen hätte. Aber das ist ja mal egal. Er hat also ein Setup aufgebaut aus zwei CDJ 2000 Nexus, wenn ich es richtig gesehen habe, einem 900 Nexus Mixer und der Traktor Control. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube T1, T2 heißen die Teile, also dieses längliche Ding mit diesen bunten Knöpfen, die man auch auf Pioneer-Controllern hat im Übrigen. Das hat er sich also aufgebaut, finde ich soweit eigentlich ein ganz cooles Setup. Also hier auch mal Daumen nach oben, cooles Setup. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, er hat dann die Samples über Traktor abgefeuert. Also er hat im Hintergrund die Traktor-Software laufen, hat daran seinen Sample-Player angeschlossen und hat dann seine Samples über Traktor abgefeuert, aber die Musik über Rekordbox im Pro DJ Link gespielt. Und ja, meine Güte, das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, weil man kann die Player ja auch via USB an den Rechner anschließen und dann den Performance-Mode von Rekordbox nutzen. Wenn man also dann im Performance Mode ist, und ich bin ja auch einer, der, wenn er mit Playern dann arbeitet, sagt, boah, ich nutze den Rechner wirklich nur als Library und brauche dieses ganze visuelle Schnickschnack da gar nicht, dann mache ich mir einfach die Library-Ansicht an und dann habe ich genau die gleiche Ansicht, wie ich das auch im Export Mode mit Rekordbox im Pro DJ Link habe. Das heißt, sein Argument, er mag diese Oberfläche nicht, ist einfach mal, ja, uninteressant, ist unnötig, weil er braucht die Ansicht ja nicht, ne? Die Samples kann er sich dann in den Sample Player von Rekordbox legen und hat dann noch den unglaublichen Vorteil, dass die nicht nur Beat gesynkt sind, sondern sie sind auch quantisiert. Das heißt, die Samples werden genau richtig abgefeuert. Klar, man muss noch weniger nachdenken und man drückt nur noch Knöpfchen hin und her. Aber ich finde, es ist schon kreativ genug, wenn man überhaupt Samples verwendet. Und gerade bei Vocal Samples etc., da muss man schon auch ein Gespür dafür haben, wann man das abfeuert. Und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, zumal er ja eigentlich einen Workshop für Rekordbox gegeben hat und dann im Hinterrum irgendwie erklärt hat, wie man Traktor-DJ über MIDI ansteuert, um dann Traktor-DJ mit Rekordbox zu kombinieren. Da frage ich mich, was soll das? Ich meine, ich finde es cool, er benutzt es so und ich finde es auch nicht schlimm, dass er das so benutzt, wenn er auf einer Veranstaltung ist. Um Gottes Willen, das ist Nutzererlebnis. Ja? Jeder hat das so sein eigenes Setup und jeder soll sich das so aufbauen, dass er zufrieden ist. Aber wenn ich einen Workshop für Rekordbox anbiete, dann zeige ich auch den Sampler von Rekordbox und nicht den von Traktor. Also, egal. Okay, ansonsten muss ich sagen, relativ rund, wenn es darum geht, was er so über Rekordbox erzählt hat. Klar haben da einige Dinge gefehlt. Das heißt, klar ist es natürlich nicht, aber es haben einige Dinge gefehlt. Und aber ich bin mir sicher, dass viele, die dabei waren und sich das angehört haben, dass die sich da fortgebildet haben und danach rausgegangen sind und haben was dabei gelernt. Und das ist ja das, auf das es ankommt. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich einfach sage, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Nee, es geht um den Peak. Wisst ihr, das Thema Lautstärke haben wir ja schon x-mal hier auf dem Channel durchgekauert. Und ja, heute kommen wir wieder dazu. Denn das, was ich da gesehen habe, das verschlägt mir die Sprache. Also ich habe schon viel Bullshit gesehen, aber das hat mir einfach mal das gezeigt, was mir viele Veranstaltungstechniker immer sagen.
Ja, wenn ich irgendwo hinkomme, es passiert selten, wenn ein Veranstaltungstechniker mich noch nicht kennt, dann kommt er immer her, aber mit dem Peak, gell, bei Null bleiben. Denke ich immer, hey, was soll das? Natürlich bleibe ich bei Null. Ich meine, alles andere hat eine andere Farbe. Gelb, ne, Orange, Ampel und so, ne, fahrt man nicht unbedingt mehr drüber. Rot, no go, Führerschein weg für 4 Wochen. Nee, macht man nicht, ja. Und das sind so viele Veranstaltungstechniker, die da zu mir kommen und dann immer sagen, oh, die anderen DJs und oh, wenn du mit dem zusammenarbeitest, oh Gott, was ich da schon erlebt habe. Und die denken immer, sie müssen hier noch lauter und noch lauter und noch lauter. Manchmal ist lauter einfach auch mal leise. Also leiser ist dann lauter. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ich bin der Meinung, dass die Lautstärkeregelung und der Umgang mit der Lautstärke einfach eine Kernkompetenz für einen DJ bildet. Und wer das nicht im Griff hat, naja, da reden wir jetzt gleich drüber. Schauen wir uns doch einfach mal das folgende Bild an. Das habe ich nämlich als Screenshot gemacht von dem ganzen Livestream. Gott sei Dank, weil ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass es gelöscht wird im Nachhinein und habe dann gedacht, ja, mache ich mal schnell einen Screenshot mit dem iPhone. Leider ist die Qualität nicht ganz so toll, aber ich denke, man sieht's, worauf ich hinaus will. Der gute DJ Pikachu war permanent im roten Bereich des Pegels. Also nicht im gelben, im roten. Im absolut roten. Also der hat oben angeschlagen, ja, wenn es da oben noch weitergegangen wäre, dann wäre er weitergegangen. Also ich habe alles darauf gewartet, dass vielleicht die LED irgendwann mal ihm entgegenspringt. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich finde, die Lightshow, die sollte ja eigentlich auf der Tanzfläche beim Publikum stattfinden und nicht auf dem Mixer in Form von LEDs, die rot und gelb blinken. Grüne LEDs habe ich bei dem guten Mann eigentlich nur dann gesehen, wenn er den Fader runtergezogen hat zum Sprechen, was er auch nicht immer hat. Wobei ich glaube, dass das einfach nicht ersichtlich war, dass das ganz sinnvoll wäre für einen Livestream dann mal den Pegel runterzuziehen. Von daher ist es absolut okay. Ich denke, für die Konversation im Raum war das ja top, aber für den Livestream war es kacke. Egal. Was soll ich sagen? Ich erkläre euch jetzt einfach mal, was passiert im Mixer, wenn das Signal permanent im roten Bereich ist. Pioneer ist ja clever, die sind ja nicht dumm und haben natürlich da auch einen Limiter reingebaut, weil sonst hätte der gute Pikachu sicherlich schon die ein oder andere Anlage zerschossen mit seinem, wie soll ich das jetzt nennen, also mit seinem Überschießen des Pegels etc. Es gibt also glücklicherweise einen Limiter in dem ganzen Teil und der macht Folgendes. Das Eingangssignal, das ist unlimitiert. Das heißt, wenn dir da den Gain auftritt, dann macht er nur eins und zwar im allerschlimmsten Fall die Eingangsstufe am Arsch. Permanent im roten Bereich, auch im Eingangssignal, sieht man ja auf dem Bild, war der Pikachu auch. Dann geht das Signal, wird ja dann geroutet im Mixer durch verschiedene Instanzen und irgendwann geht es dann in den Master Out und da wird es dann gelimited. Ja? Der Limiter macht Folgendes, er schneidet einfach alles, was zu laut ist, ab. Bam. Und damit verliert der Ton an Volumen und an Klang. Und das, was da am Ende bei rauskommt, ist einfach nur noch Müll. Absoluter Müll. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wisst ihr, ihr könnt die besten DJs der Welt sein. Ihr könnt auf jeden Fall die absolute Götter dabei sein, das Publikum zu lesen und habt immer die richtige Musik fürs Publikum. Wenn ihr aber die Anlage oder noch viel schlimmer die Ohren von euren Gästen zerstört, dann seid ihr nicht mal mehr Kreisklasse-Niveau. Und ein System, das voll am Limiter fährt, ja, das klingt einfach nur noch scheiße und das ist auch schlecht für die Ohren. Ich weiß nicht, jetzt ist der DJ Pikachu ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich will jetzt nicht sagen, dass er alt ist, weil das ist auch irgendwie mal scheiße. Und er ist ja auch nicht alt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber er ist definitiv älter als ich. Und früher in der analogen Technik, da war das so, da hatte man immer noch ein bisschen Headroom. Aber bei digitaler Technik, da ist null
Ende der Fahnenstange. Da geht es nicht mehr weiter. Alles, was danach rausgedrückt wird, wird vom Limiter komprimiert und klingt nach Müll. Und wenn ich statt im grünen, im gelben Bereich bin, dann ist es noch annehmbar. Wenn ich aber statt im gelben, im roten Bereich und oben anschlage, ey, dann ist das, ja, nicht mal mehr Kreisklasse-Niveau. So könnte ich es auch mal wieder ausdrücken. Es gibt also in der digitalen Technik keinen Headroom mehr. Das heißt, lieber Pikachu, liebe DJs da draußen, schaut auf euren Pegel und guckt, dass ihr einfach gottverdammt nochmal bei Null bleibt. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video. Vielleicht finden wir ja den ein oder anderen Veranstaltungstechniker, der uns das nochmal genauer erläutern kann. Ich bin auch gerne bereit, dass wir da mal ein Video in Kooperation oder so machen. Vielleicht kann man mal ein Skype-Interview machen, weil mir fehlt ehrlich gesagt auch das technische Hintergrundwissen, um das im Detail zu erklären. Die haben gottverdammt nochmal eine Verantwortung. Und ich sag mal, wenn ich jetzt nicht nur auf Hochzeiten, wobei es eigentlich egal ist, wo man auflegt, aber wenn ich jetzt in Clubs auflege, ja, und bespiele hier 16- bis 25-Jährige, ja, die dann mit 30 ihren ersten Hörsturz haben, die denken dann nicht mehr immer dran, dass sie mit 16 irgendwo in der Diskothek waren und der DJ scheiß Mucke gespielt hat. Also nicht scheiß Mucke, sondern einfach, ihr wisst schon, was ich meine, ja, den Limiter aufgefahren, schlechte MP3s gespielt und so weiter. Da denken die nicht mehr dran, ja, die haben dann Hörsturz und haben einen Schaden für ihr Leben. Ja, und das muss einfach nicht sein. Da müssen wir einfach ein bisschen drauf achten und ja, auch ein bisschen verantwortungsbewusster damit umgehen. In diesem Sinne, wie gesagt, runter in die Kommentare reinhauen, gebt Daumen nach oben, Daumen nach unten und lasst mal ein Abo da. Bis dann, ciao und bye bye.